Damit. Ja, seht ihr natürlich dieses Wochenende am Sochi International Circuit oder Street, ja. Seit 2014 fahren wir alle Rennen bisher, hat Mercedes gewonnen, nur so zur Beifügung. Die Länge sind 5,848 Meter, Runden sind 53, Distanz sind 309,745 Kilometer, 18 Runden, 12 rechts, 6 links und die schnellste Runde hat gestern im freien Training Valtteri Bottas, im Qualifying natürlich, Valtteri Bottas gefahren. Eine 1.31.387 und somit hat er sich natürlich die Pole geholt. Und diese Runde war einfach mal 5 Sekunden schneller als die Polezeit. Als die schnellste Runde vom letzten Rennjahr. Und das ist schon ordentlich, aber lassen Sie jetzt mal nicht über das Rennen oder über die Qualifizierung reden, sondern über die Strecke. Und wir sehen ein wunderschöner oder ja eher suboptimaler Halo ober unserem Auto. Hier nochmal die Rechtskurve, die letzte Kurve 18. Mit schön viel Schwung mitnehmen. Ja, wir stehen hier noch. Gut aufbauen, um jetzt die Gerade und diesen Knick zu gehen. Und dieser Knick ist dann gleich die erste Kurve. Hier wird Vollgas gefahren und heißt nur Kurve 1. Hier gibt es keine Kurvennamen. Jetzt auf Kurve 2 ein richtig harter Bremspunkt. Und ja, dann lenkt man einfach rein. Ja, in meinem Fall ein bisschen weit über den Körper drüber, aber sonst geht es eigentlich. Und wir kommen eine sehr lang links gezogene Kurve. Kurve 3. Die kann man gut Vollgas nehmen. Kurve 4 kommt dann gleich nach. Da gibt es keine Gerade oder so. Und gleich Kurve 5, die ist einfach, aber diese Kurve hier ist dafür umso schwerer, Kurve 6 und 7, weil hier der Bremspunkt zu erkennen ist ziemlich schön. Und hier kann man sehr viel Zeit liegen lassen, wenn man zu spät bremst, also zu früh bremst und dann zu spät aufs Gas geht. Gut. Jetzt kommt dann gleich zwei ineinander fallende, langgezogene Kurven. Kurve 11 und 12. Diese Kurven gehen aber jetzt, dieser Bremspunkt hier, ziemlich hart. Und die 13. Die 14er Kurve geht, aber die 13er Kurve ist schon ziemlich schwer zu finden. Die Kurve steht ziemlich blöd auf 15, 16. Die hängt so runter in die andere Richtung. Also ziemlich schwer, Kurve 17. Ja, die geht, da kann man Spiel bremsen. Und hier natürlich der Ausgang wichtig, um auf der Geraden wieder auf Top Speed zu kommen. Das war's eigentlich schon mit einer Runde, aber natürlich zeige ich euch nicht die schnellste. Und hier gibt es nochmal eine verspeedete Runde, so dass wir nochmal über das gestrige Qualifying reden können und auch nach dieser schnellen Runde über meine Einschätzung, wer das Rennen gewinnen wird. Und ich denke mal, ihr habt gehört, Valtteri Bottas hat die Pole Position geholt, habe ich ja vorhin schon gesagt. Mit einer 1.31, dahinter ganz knapp mit 4.000stel, glaube ich, Lewis Hamilton und ganz weit abgeschlagen Vettel. Also, ich weiß nicht, was man zuerst gemacht hat, die Pace stimmt auf jeden Fall. Oder ist richtig da auf dieser Rennstrecke, oder ist überhaupt, keine Ahnung. Sie waren mehr als 5/10 langsamer, Ferrari. Kimi nachher 4 und auf 5, ganz überraschend, weil die Red Bull beide eine Strafversetzung bekommen haben. Magnussen. Wir haben eine 1.31.256 gefahren. Ist nicht schön. Ist jetzt ehrlich gesagt richtig. Ja gut, ich meine nicht auf Top-Niveau, aber hier haben wir meine Einschätzung. Vettel, ich denke mal, Vettel kann die Pace nicht mithalten mit dem Mercedes und kommt, wo er startet, auch ins Ziel. Auf 2, ich denke mal, es wird Stahlorder geben, deswegen Bottas auf 2 und erster natürlich Hamilton und somit würde er seinen Vorsprung so weit ausbauen, dass theoretisch, also er müsste dann, glaube ich, jedes Rennen könnte dann immer nur Zweiter werden und würde trotzdem Weltmeister werden und so wie die Ferrari in letzter Zeit dastehen, denke ich mal, dass Hamilton gut hat, wenn jetzt, keine Ahnung, zwei Ausfälle oder so nicht kommen.
dass er echt gute Chancen hat, nochmal Weltmeister zu werden und gleichzuziehen mit Juan Manuel Fangio, den fünffach Weltmeister, und dann ist nur noch Michael Schumacher da. Aber das sind alle Spekulationen. Ich hoffe, dass euch das wieder gefallen hat. Jetzt kommen wieder mehr Videos. Ihr könnt gespannt sein. Diese Woche noch nicht, aber nächste Woche kommen wieder extrem. Also ich habe viel geplant, mein Bruder auch. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt das natürlich gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Und natürlich Facebook, Instagram und Twitter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.